Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier mit einem erneuten Mario Odyssey Video und wir müssen mal über was reden, liebe Leute. Und zwar am 27.10.2017, jetzt knapp schon ein Jahr her, ist wohl eines der besten Spiele aller Zeiten rausgekommen und zwar Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch. Und es ist das meistverkaufteste Spiel auf der Nintendo Switch. Es hat 2 Millionen Verkäufe mehr als Breath of the Wild und 1 Million mehr Verkäufe als Mario Kart 8 Deluxe und ist somit das meistverkaufteste Switch-Spiel derzeit. Und da müssen wir uns jetzt mal als Mario-Nintendo-Fans mal die Frage stellen, wieso kriegen wir so wenig Content zu Super Mario Odyssey? Ich will jetzt nicht gegen Nintendo schießen, aber dass jetzt ein Jahr nach Release nicht mal ein DLC angekündigt ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich für ein Videospiel allgemein, dass überhaupt nach über einem Jahr nach dem Release erst die DLCs rauskommen. Bei Breath of the Wild zum Beispiel, was ja im März 2017 mit dem Release der Nintendo Switch kam, kamen aber auch im Laufe dieses Jahres noch 2 relativ große DLCs raus und wurden auch relativ zeitig angekündigt. So, wir haben jetzt einmal eine Aussage von den Entwicklerteam zu Mario Odyssey, die letztes Jahr 2017 gesagt haben, dass sie sich DLCs vorstellen können, aber noch nichts geplant sei. Und jetzt mit diesem Riesenerfolg von Mario Odyssey mit über 10 Millionen Verkäufe als erfolgreichstes Switch-Spiel aller Zeiten, ist kein richtiger Zusatzinhalt gekommen. Natürlich, diese Outfits und alles und diese versteckten 2D-Sprites, die ab und zu auftauchen, natürlich, aber das ist kein richtiger Zusatzinhalt, denn diese konnten auch mit Hilfe des Spielcodes schon vorher durch Modern und sowas hervorgerufen werden. Also es war schon im Spiel drin. Und was wir wollen, ist einfach ein neues Ziel, eine neue Insel, ein neues Königreich oder sogar einen neuen Planeten mit neuen Königreichen als Zusatzinhalt, den man für einen kleinen Obolus erwerben kann und einfach wieder viele, viele Stunden Spielspaß hat mit Super Mario Odyssey, dieser geilen Engine, mit dieser schönen, zeitlosen Grafik. Und ich kann euch vielleicht sogar jetzt aufklären, warum wir noch nichts bekommen haben. Und zwar haben viele YouTuber, viele in der Community bei Mario Odyssey, in der Nintendo-Community, sich am Anfang schon nach dem Release direkt die Gedanken gemacht, dass es Sinn machen würde, dass Nintendo direkt mit dieser Engine, mit der Super Mario Engine, also auch mit dem Grafikstil, mit Marios Charakterdesign und sogar mit Cappy einen weiteren Mario-Teil rausbringen, der eventuell Super Mario Odyssey 2 heißt. Aber auf den Namen will ich mich jetzt nicht so festlegen. Rein objektiv gesehen sind die Entwicklungsstunden für die Engine, für die Gegner, für die Grafik und die Texturen natürlich sehr hoch und auch sehr kostspielig. Und da Nintendo sieht, das ist das erfolgreichste Spiel, was sie gemacht haben. Und die Nachfrage so groß ist, da fragt man sich wirklich, wieso sie halt kein DLC bis jetzt angekündigt haben. Und da würde es wirklich Sinn machen, dass sie einen weiteren Teil rausbringen würden, Super Mario Odyssey 2, der vom Spielstil genauso ist, nur mit einer neuen Geschichte, mit einer neuen Welt. Und da könnten jetzt viele sagen, nein, das gab es ja auch bei Super Mario 64 nicht oder bei Mario Sunshine nicht. Ja, Leute, das muss man wirklich so sagen, das Spiel reiht sich ja auch bei den Spielen mehr oder weniger ein. Aber die Leute von damals haben auch gesagt, dass Mario Galaxy sich bei diesen Spielen einreiht. Aber dann kam auf einmal ein zweiter raus und dann wurde es aus dieser komischen 3D-Abenteuer-Mario-Reihen von Mario 64 und Sunshine auch mehr oder weniger beiseite gestellt. Deswegen kann man sagen, genau wie sie es bei Mario Galaxy damals gemacht haben, den ersten Teil rausgehauen, mit der Engine, mit der Grafik und alles und haben gesehen, okay, das hat einen Riesenerfolg, dann machen wir direkt mit dieser Spielmechanik und so alles nochmal genau einen zweiten. Und genau das ist passiert und genau so kann ich mir es jetzt auch vorstellen für Mario Odyssey, weil die Switch halt, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen ist, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen noch in den Anfängen ist letztendlich und ich jetzt in den nächsten 3 bis 4 Jahren noch keine neue Nintendo-Konsole sehe. Deswegen kann ich mir ruhig vorstellen, dass sie eventuell nächstes Jahr 2019 einen neuen Mario Odyssey-Teil ankündigen. Ob der Mario Odyssey heißt, ist halt die Frage. Aber sowas auf jeden Fall wieder ein 3D-Abenteuer mit Mario, was auch so in dem Spielstil in der Engine von Mario Odyssey sein wird, was sie ankündigen für 2020 dann. Das würde für mich Sinn ergeben, weil um jetzt ein DLC anzukündigen, wäre es meiner Meinung nach schon ein bisschen zu spät. Ein Jahr nach Release langsam wird es dann auch mal Zeit. Vielleicht auch direkt am 27.10.2018 kündigen sie doch noch was an oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich komisch. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Glaubt ihr, es ist möglich, dass sie es über Mario Galaxy machen und einfach nochmal mit der Engine und so einen neuen Teil raushauen? Oder glaubt ihr noch oder hofft ihr noch auf ein Mario Odyssey DLC? Ich will nicht sagen, ich habe die Hoffnung aufgegeben, aber Leute, es wird immer, immer unwahrscheinlicher. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.